Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold. Schönen guten Abend, schönen guten Abend an Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auf ein Bier mit heute Abend. Und ich freue mich sehr. Der Rekordzugang des FC Heidenheim ist hier. 3,5 Millionen hat er gekostet im Sommer. Ich freue mich, dass Tim Kleindienst heute Abend da ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Zum Wohl. Einmal an dich. Zum Wohl. An Sie zu Hause auch und in die Runde gerne auch. Prost. So, Prost. Ich habe es völlig bewusst gerade so formuliert. Um dann die Frage anschließen zu können, wie sehr das nervt, wenn die ganze Zeit vom Rekordzugang gesprochen wird. Tatsächlich wird gar nicht so viel davon gesprochen. Das ist für mich auch sehr angenehm. Also ich denke, das kann man an einer Hand abzählen, was es so wirklich bei mir persönlich mal so rangetreten ist. Natürlich. Kannst du heute Abend noch ein paar Mal streuen. Ja. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber... Natürlich durch die Medien ging es ja ein bisschen, oder wurde es ein bisschen mehr gepusht, natürlich nachdem es dann veröffentlicht wurde, aber ich sag mal, es hat dann auch relativ schnell wieder nachgelassen. Aber selbst wenn es medial gar nicht so sehr ausgeschlachtet wird, macht es was mit dir zu wissen, ui, die haben da richtig Geld in die Hand genommen für den FC Heidenheim, sind 3,5 Millionen schon mal echt eine Stange. Macht es was mit dir psychisch? Nicht mal unbedingt, weil ich glaube, das ist für den Spieler eher nebensächlich, weil das ist... Wie es auch gut so ist, läuft es natürlich hinter dir. Jeder Spieler hat natürlich seine Berater. Und da läuft es dann so ein bisschen ein Stück weit im Hintergrund. Natürlich kriegt man das mit, aber es wird jetzt nie immer so, man erfährt es natürlich, aber es ist jetzt nie diese, oder hat nicht diese Hauptpräsenz, die tatsächlich dann wahrscheinlich in den Medien stehen. Aber für uns Spieler ist es dann, denke ich, eher nebensächlich. Und das finde ich auch gut so, weil ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Fußball spielen zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich habe vorher so aus der Runde in der Pause schon gehört, bitte nicht über Schalke sprechen, bitte nicht über den VfB Stuttgart sprechen. Gibt es von deiner Seite auch noch was, worüber wir nicht sprechen heute Abend? Oder? Nee, da gibt es nichts. Alles in Ordnung. Ich sag's dir, wie es ist. Ich freue mich sehr, dass du wieder in der Heimat bist, auch wenn es nicht deine Heimat ist, aber trotzdem ist der erste FC Heidenheim, glaube ich, für dich auch was Besonderes. Du warst weg, du bist wieder da. Wie ist es, zurückzukommen? Da es jetzt nicht das erste Mal war, war ich ganz gut darin, denke ich, hier im Zurückkommen. Aber für mich war es einfach extrem wichtig, dass der erste FC Heidenheim mich überhaupt wieder zurückholen wollte, weil man wusste halt immer, jetzt auch gerade in dieser schwierigen Zeit in Gent, was man am ersten FC Heidenheim hatte, und das denke ich für einen Fußballer extrem wichtig, wo es dann am Ende auch drauf ankommt. Dieses, der Trainer schätzt dich, der Verein schätzt dich, du kennst die Mitspieler fast alle noch, so wie sie da waren. Es war nie schwer, sich da zu integrieren im Verein, und ich denke, das war einfach das absolut Wichtigste, gerade nachdem es in Gent quasi fast das komplette Gegenteil war, war es für mich einfach eigentlich das Beste, was passieren konnte, dass der erste FC Heidenheim mich dann auch wieder zurückhaben wollte und das auch alles geklappt hatte. Was, und ich versuche so ein bisschen den Mensch Tim heute Abend zu verstehen, was macht es mit einem? Also du warst in Gent und hast da, ich hoffe, ich darf es so formulieren, jetzt nicht die beste Leistung abrufen können und kommst zurück nach Heidenheim und bäm, da ist er wieder. So, woran liegt das? Was passiert da? Ja, tatsächlich in Gent lief es alles andere als gut. Aber ich glaube, dafür gibt es gar keine pauschale Antwort. Das ist es jetzt, warum es wieder läuft. Ich denke, es ist am Stück weit natürlich auch ein Glücksmoment. Du kommst dann wieder zurück nach Heidenheim, machst vielleicht in deinem ersten Spiel gleich wieder ein Tor. Das gibt dir ja wieder dieses Selbstvertrauen und denkst dir dann am Ende vielleicht, ach ja, Mensch, du kannst es ja doch. Also mach dir keine Sorgen, mach wieder so weiter. Also natürlich, da passieren viele Sachen im Kopf. Aber ich denke, es kommt auch einfach extrem darauf an, wie ist das Spiel abgestimmt? Wie kannst du mit deinen Mannschaftskollegen? Und das war ja auch das Gute, weil ich musste mich halt nicht groß anpassen, weil die Mannschaft war relativ dieselbe. Ich kannte viele Spielertypen, es war vieles abgestimmt, wie es davor auch war. Und von daher war es für mich dann relativ einfach, sich da wieder zu integrieren, und es hat auch einfach gepasst.
Und dass es dann am Ende halt so gut läuft, das weiß man vorher nicht. Es hätte auch komplett anders laufen können, natürlich. Aber ich denke, diese pauschale Antwort zu sagen, ja, es ist jetzt genau das, woran es liegt, das kann man halt leider nicht sagen. Weil wenn das so wäre, dann würde ich es wahrscheinlich öfter abrufen. Ich drehe die Frage um. Was war in Gent doof? Warum hat es da nicht gepasst? Na, erstmal war der die Intention, warum ich da hingegangen bin, okay, neuer Verein, größere Station, international. Es war ja tatsächlich, wir haben ja die Qualifikation für die Champions League gespielt. Also es ist halt der größte europäische Wettbewerb, den es halt tatsächlich gibt. Und da halt ausgeschieden. Aber ich denke, das Hauptproblem war einfach, ich hatte da in 4 Monaten 4 Trainer. Also das war wie so ein Monatsabo. Es ging hin und her. Das war, du konntest keinen richtig kennenlernen. Und natürlich ist es dann am Ende vielleicht auch mal klar, dann kommt da halt ein Trainer, der sagt dann, ja gut, auf Kleindienst, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht, habe ich keine Lust. Und dann bist du halt raus. Und das ist halt extrem schwierig, gerade für mich, weil das war das erste Mal in einem fremden Land. Ich war alleine dort. Es war extrem schwierig, denn du sprichst die Sprache nicht. Es ist halt dann, denke ich, am Ende auch so ein Stück weit schwierig, weil du kommst gar nicht in diesen normalen Rhythmus, den du vielleicht als Fußballer mal hattest, auch hier in Heidenheim. Und ja, dann gab es halt natürlich die Komponente noch, es lief auch einfach nicht. Also wir sind überall ausgeschieden, sang- und klanglos in der Liga, bodenlos performt, in der Champions League Quali rausgeflogen, in der Europa League haben wir alles verloren und es war dann wie so ein Negativstrudel, der dich dann da irgendwie runtergezogen hat und für mich war dann auch relativ schnell klar, als die Option dann auch da war, Gent wieder zu verlassen. Ist der Druck, also wenn wir mal beide Vereine vergleichen, ist der Druck in Gent auch ein anderer? Ist der höher? Wird man da weniger als Mensch auch gesehen und es geht nur darum, Fußball zu spielen oder wie ist das? Es war, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr Druck ist, war ein anderer Druck auf jeden Fall, weil es gerade durch dieses internationale Geschäft, ich meine, der Verein denkt da wirtschaftlich, das ist dann auch, die brauchen Gelder, die da reinkommen, wenn du die Champions League erreichst, das ist ja ein ganz anderes Geld, was da fließt dann natürlich, was ja auch ein Stück weit verständlich ist und ich denke, das ist auch das, was jeder Fußballer weiß, um welche Summe es natürlich da im Fußball geht, aber Es war schon ein bisschen anders als dann in Heidenheim, weil in Heidenheim hast du ja diese internationale Schiene überhaupt nicht, die dann halt noch dazukommt und du hast halt viele Spiele. Natürlich, der Verein war größer und natürlich wollen die da auch mehr erzielen, gerade auch finanziell. Und ich denke, das Finanzielle ist im Fußball sowieso mit einer der Hauptschienen, die da wirklich abgerufen werden muss, weil darauf sind alle Vereine angewiesen. Und von daher würde ich schon sagen, war das denn doch ein, vielleicht doch auch zu sagen, ein größerer Druck, weil du das ja erzielen musst. Und wenn das halt nicht so ist, dann bist du für die auch ganz schnell einfach nur ein Objekt, was halt zur Seite geschoben wird, was dann nicht mehr funktioniert und wirst halt schnell wieder ersetzt. Und das war da halt ja doch schon, oder da hat man es dann mal kennengelernt, wie es dann auch gehen kann in einem großen Verein. War Gent, wenn du es heute betrachtest, war es trotzdem Gutes zu machen, um Erfahrung zu sammeln, um zu wissen, wie es woanders ist? Oder sagst du rückblickend, ach, eigentlich wäre es doch schön gewesen, Heidenheim, da habe ich doch alles? Nein, also ich würde diese Entscheidung in jedem, also immer wieder genauso treffen, weil ich hatte einen Plan, der ist halt so nicht aufgegangen, wie man auch immer so schön sagt, es hätte auch anders laufen können, natürlich. Es hätte wirklich bedeutend besser laufen können, aber das, nur weil es negativ war, ist es ja nicht schlecht, weil eine negative Erfahrung ist auch eine Erfahrung im Leben. Und wenn ich die so mache, weiß ich in Zukunft, wie ich es halt vielleicht dann nicht mehr mache oder meine Entscheidungsfindung halt anders treffe. Bei dem Satz, ich würde das jederzeit wieder so machen, zuckt Frank Schmidt gerade zu Hause vorm Fernseher zusammen und denkt sich, um Gottes Willen, was sagt der Junge da? Nee, das war ja alles besprochen. Also ich hatte den Frank Schmidt da relativ früh ins Boot geholt. Ich hatte den Holger Sandwald relativ früh ins Boot geholt und alle wussten Bescheid, alle haben sich abgestimmt und ist, denke ich, auch ein Stück weit ein normaler Schritt im Fußball, dass ein Spieler sich vielleicht auch mal anders orientieren will oder auch mal nach oben orientieren möchte oder woanders hin, was ja auch normal ist, weil man spielt ja nicht so lange Fußball. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, ich würde es nicht mehr so machen und ich hätte es deswegen erwartet, weil du hast, kamst erstmal auf Leihbasis zurück und als du dann wieder richtig hier warst, hast du direkt einen Vertrag, wie ich finde, für eine recht lange Zeit unterschrieben. Und ich dachte da rauszulesen, oh Mann, der will unbedingt hierbleiben, der will auf keinen Fall mehr weg und hält es rückblickend für falsch, was da passiert ist mit Gent. Aber da habe ich mich getäuscht. Ja, wie schon gesagt, weil natürlich hat man die Pläne, wenn man Verträge unterschreibt, dann denkst du, okay, das, ich meine, das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn du einen langen Vertrag kriegst von einem Verein, das ist ja das Beste, 25, ne? Was dir passieren kann. Und von daher war es ja dann aber
spielt ja immer so im Hintergrund, dieser Gedanke, jeder will in der Bundesliga spielen, jeder will mal in der Champions League spielen. Ich denke, das ist einfach dieser Ansporn oder dieser Anreiz, den du als Fußballer hast, weil das ist halt das Top-Niveau, was halt im Fußball existiert, und das willst du halt, wenn es geht oder in deiner Möglichkeit liegt, halt auch erreichen. Und ich denke, das kann jeder Trainer nachvollziehen, jeder Vorstand, alle, jeder Spieler, Mitspieler. Und das ist ein Stück weit normal, aber am Ende des Tages, denke ich, hat es mir trotzdem geholfen, weil ich jetzt weiß, wie ich in Zukunft dann vielleicht doch nochmal zwei oder dreimal drüber nachdenke, was ich denn mache. Was kann der erste FC Heidenheim machen, um so tolle Spieler wie dich, mir fallen noch ein paar andere ein, Griese war auch schon hier bei Auf ein Bier mit, ist weg, Niklas Dorsch ist weg, du warst plötzlich weg. Was kann passieren oder was muss passieren, dass das nicht passiert? Also dass so tolle Spieler wie ihr, dass ihr hier bleibt? Ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass das verhindert werden kann. Weil, wie schon gesagt, die Spieler, die haben ja alle ihre eigenen Pläne. Und von daher, ich glaube, das ist einfach kaum möglich zu sagen, dass es in Zukunft verhindert wird. Natürlich, man könnte jetzt sagen, okay, müssen wir denen jetzt vielleicht mehr Geld zahlen oder kann alles sein, aber es ist ja auch nicht immer nur das Geld, weil nur wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich trotzdem nicht in der Champions League spielen. Das ist halt so. Ich meine, das ist eine andere Bühne, das ist ein anderes Level. Da willst du halt irgendwie hin. Und von daher kann man auch da nicht sagen, okay, wir müssen jetzt das machen, um die hier zu halten, weil das wird im Fußball nie passieren. Und das wird auch immer so sein. Also das ist das Ziel, Champions League spielen. Es ist, denke ich mal, eins der Ziele, die ein Fußballer hat. Also weil, ich meine, es gibt doch nichts Schöneres als irgendwie Dienstag oder Mittwoch für alle Fußballfans, ich weiß nicht, wie es halt hier aussieht, sich dann halt mal die Champions League anzugucken, weil das ist halt, da sieht man einfach das Top-Top-Niveau, was es halt im Fußball gibt. Und das, denke ich, das will man doch erreichen, da will man irgendwie mal landen. Und auf dieser Bühne will man doch mal stehen, diese Hymne willst du doch mal hören. Also geht zumindest mir so, das ist doch, als Spieler gibt es doch kaum was Geileres. Aber also wirklich, mir geht es darum, das zu verstehen, ich habe es am Anfang schon gesagt, Fußball, das ist ja, da bleibt ja wenig Zeit für Freizeit, ne? Da gibt es, abgesehen von einer Winterpause und einer Sommerpause, geht es da tuschur durch. In den Pausen hast du manchmal doch noch eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. So, und dann zusätzlich noch Champions League. Also ich würde gern verstehen, warum man das will, warum man noch mehr Stress und noch weniger Privatleben will. Ja gut, also unbedingt wollen willst du ja weniger Privatleben halt nicht, aber ich denke, die Periode, in die ein Fußballer halt aktiv Fußball spielt, ist halt nicht sehr lang. Und ich denke, du musst ja als Fußballer quasi in dieser kurzen Zeit das Maximale aus deiner Karriere rausholen. Und natürlich bleibt dann am Ende irgendwie vielleicht die Familie mal doch ein bisschen kürzer, weil ich meine, das Fußballleben ist halt so, wie es ist, das kannst du auch kaum verändern. Und wie man halt schon sagt, du hast dann halt die Sommer- und Winterpause und dazwischen gibt es halt nur Fußball. Und selbst in der Sommerpause und in der Winterpause heißt nicht, da ist kein Fußball, sondern da haben wir auch Pläne. Also du bist das ganze Jahr beschäftigt mit dem Sport, aber das ist halt, sag ich mal, der Teil des Berufs. Also das wusste man, darauf hat man sich eingelassen, darauf hat sich, denke ich, auch die Familie drauf eingelassen. Und ich glaube, die Familie sieht ja dann in dem Sinne gar nicht negativ, dass sie sagen, oh Mist, jetzt ist weniger Privatzeit, sondern ich denke, die freut sich eher mit dem Spieler, dass du jetzt einfach das erreichen kannst, was du dir wirklich vornimmst oder von was du halt immer träumst. Weil ich glaube, wie gesagt, du spielst halt, wenn es sehr gut läuft, 15, 16, 17 Jahre maximal, also wirklich maximal Fußball, hast du schon lange gespielt. Und da willst du einfach auch in dieser Branche das Maximale halt erreichen. Spannender Einblick heute Abend. Wir machen eine kurze Pause. Es gibt noch so viel zu sprechen. Der junge Mann kommt von, kann man sagen, einem Bauernhof? So ein Stück weit schon, kann man ja schon so sagen, ne? Kommt vom Bauernhof, ist jetzt Profifußballer. Den Weg wollen wir uns noch ein bisschen angucken. Und was kommt eigentlich nach dem Fußball? Auch noch eine spannende Frage. Tim Kleindienst heute Abend. Auf ein Bier mit. Kurze Pause. Sie bleiben alle da. Sie auch. Und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück auf ein Bier mit heute Abend mit Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Tim kommt vom Bauernhof. Du kommst aus der Brandenburger, was sagt man dazu, zu der Region Jütebock. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Ich denke, die Region ist quasi der Fleming. Das ist so ein Stück weit, wie ich es kenne, oder wie man es bezeichnet, die Region quasi. Ja,
bezeichnen, da gibt es nicht so viel zu bezeichnen, es ist relativ klein. Ich habe da eine Weile gearbeitet, also ich glaube, man kann es im Ansatz, um Gottes Willen, verstehen Sie mich nicht falsch, hier ist es viel schöner, aber es ist ländlich geprägt, man kann es ein bisschen, glaube ich, mit der Region hier vergleichen. Ja, das würde ich so unterschreiben, also ich denke, viel mit Großstadt gibt es halt dann nur Berlin wirklich dort und der Rest ist halt wirklich viel Land, Landwirtschaft, viel Feld und Wiese. Also ja, es ist doch relativ ähnlich, außer dass ich auf jeden Fall sagen würde, hier ist es ein bisschen bergiger. Und schöner. Ansichtssache. Ich finde beides schön. Wie ist es losgegangen bei dir? Also kleiner Tim auf dem Bauernhof und irgendwann hast du gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Kühe zu füttern und Ziegen zu melken. Ich fange jetzt an Fußball. Na, wie war das bei dir? Nee, tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, bin ich gar nicht freiwillig zum Fußball gegangen, sondern durch einen Freund damals, also einen sehr, sehr, sehr guten Freund, mit dem ich heute auch sehr super bestens befreundet bin. Und der hat dann damals vielleicht gesehen, vielleicht hat der Junge vielleicht ein bisschen zu viel Energie oder keine Ahnung. Willst du nicht mal mitkommen zum Fußball? Ich so, ja, okay, gut, kann ja nicht schaden. Mal hingegangen, war, glaube ich, nicht so verkehrt. Dann habe ich halt meinem Heimatverein gespielt in Jüterbog und dann ging es halt so los. Das war ja quasi dieser Kreis, denn das war jetzt dann mit Luckenwalde da damals, Jüterbog-Luckenwalde war halt quasi so ein kleiner Kreis. Ging es dann in diese Kreisauswahl, mit der hast du einmal in der Woche trainiert. Das war dann immer montags. Und mit dieser Auswahl hattest du dann einmal im Jahr halt ein Turnier. Es ging dann über drei Altersstufen, bis du halt 11 Jahre warst, also 9, 10, 11. Und da waren halt Sichter von der Sportschule in Cottbus. Und dann hast du halt die 3 Jahre hintereinander halt mit der Auswahl da gespielt. Und wenn du dich dann halt gut präsentiert hast, hast du halt eine Einladung bekommen. Nicht auf die Sportschule direkt, sondern für 3 Tests. Das waren so 3 Aufnahmetests. Das waren, glaube ich, 400 Leute, die eingeladen sind. Und dann musstest du diese 3 Tests nochmal absolvieren. Es ging natürlich nach jedem Test, wurde es immer weniger. Und am Ende des Tages waren es dann, glaube ich, aus diesen 400 waren es dann 20 Leute, die quasi die neue Klasse in der Sportschule halt im Bereich Fußball besetzt haben. Und das hatte ich dann halt geschafft, quasi diese Tests auch noch erfolgreich zu absolvieren. Und dann bin ich halt mit 12 Jahren von zu Hause weg aufs Internat nach Cottbus auf die Sportschule, auch direkt zur Energie Cottbus gewechselt. Von daher war es dann schon ein bisschen schwer. Natürlich, du bist 12 Jahre, bist von zu Hause weg. Also es war dann halt vorbei. Also deine Mutti konnte halt nicht jedes Mal kommen. Das war halt wirklich dann so ein Stück als Selbstleben schon. Also dir wurde das dann natürlich die Selbstständigkeit beigebracht dort, weil du konntest am Wochenende auch nicht mehr nach Hause, da du ja durch den Wechsel zur Energie Cottbus auch die Spiele am Wochenende hattest. Mhm. Von daher war es dann auch für so Junge ein bisschen schwierig zum Anfang und da ging dann quasi dieser Weg Leistungssport halt erst richtig los. Lernt ihr auf so Sportschulen wirklich selbstständig zu leben? Ihr kriegt die Schuhe hinterhergetragen, ihr kriegt das Essen gemacht. Lernt man da selbstständiges Leben? Auf jeden Fall, weil es war halt nicht, Schuhe wurden dir nicht hinterhergetragen, weil erstens wurden vorausgetragen. Die musstest du ja erstmal alle selber besorgen, weil du hast weder was bekommen vom Verein noch von der Sportschule. Die musstest du dir selber besorgen. Das Einzige, was du halt gekriegt hast, waren natürlich die Trainingsklamotten. Aber sonst, Schuhe musstest du selber machen. Es wurde jeden Tag dein Zimmer kontrolliert, ob es sauber ist. Und war es das halt nicht, wurde es auch direkt den Trainern gemeldet. Dann hast du da vielleicht Ärger bekommen, wenn es so gewesen wäre. Du durftest, wenn du da, wo du da hingegangen bist, durftest du kein Fernseher haben. Das heißt, du durftest erstmal ab der 7. Klasse, war Fernsehgucken halt vorbei, nur in Gemeinschaftsräumen. Und wie es denn halt so ist, man hat halt nicht Lust, wenn da jetzt so 10 Leute drin sind, dann war es halt darauf angelegt, einer, der Älteste, der da drin war, hat das Fernsehprogramm bestimmt. Und entweder hast du es geguckt oder halt nicht und bist wieder rausgegangen. Du durftest keinen Laptop haben, du hattest kein Internet. Also das war schon doch dann wieder was anderes. Du durftest ein Radio haben und es war dann doch wieder so ein Stück weit was anderes, weil du hast dann mit deinen Schulkollegen, musstest du dir halt die Zeit vertreiben, bist dann wieder rausgegangen an die frische Luft, keine Ahnung. Wir haben halt natürlich die Zeit meistens mit Bolzen noch verbracht, nach dem Training denn. Oder es war ja auch geregelt, du musstest deine Hausaufgaben machen. Es gab feste Zeiten, da durftest du nicht raus, da musstest du aufs Zimmer und deine Hausaufgaben erledigen. Es gab quasi so eine Sperrstunde, die jedes Jahr halt sich nach hinten verzögert hat, weil du älter wurdest. Aber es war doch schon auf einmal was anderes, weil das war dann nicht mehr ins Wohnzimmer gehen und einfach mal gucken oder mit deinen Brüdern ein bisschen, ja,
Blödsinn veranstalten. Es war halt, du kommst da mit 12 hin, mit einem wildfremden Menschen aufs Zimmer und hattest quasi doch ein eigenes Leben, weil du bist früh auf, musstest du aufstehen, gehst in die Mensa, essen, Schule, nach Hause, Training, da Hausaufgaben, schlafen. Würdest du dir rückblickend so eine ganz normale Kindheit wünschen? In gewissen Hinsichten schon, weil man hat doch einiges verpasst. Ich denke gerade auch dieses jugendliche Leben, gerade mit so mal Partys machen oder halt mal mit Kumpels, weil du warst halt auch direkt getrennt von deinen Freunden zu Hause. Weil ich glaube, ich habe mein Leben, war ich auf maximal nicht mal 10 Partys in meinem ganzen Leben, glaube ich, weil es einfach nicht mehr möglich war. Du durftest ja weder Alkohol trinken, es ging gar nichts, du durftest ja auch gar nichts. Und von daher denke ich das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich brauche das jetzt unbedingt, weil das ist, glaube ich, eine nette Erfahrung, macht doch mal Spaß, aber es ist ja nichts Essentielles im Leben von, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo es mich denn doch hingebracht hat, denke ich, ist es doch für mich so schöner gelaufen als andersrum. Macht es Spaß, Fußballprofi zu sein? Was heißt Spaß? Ich denke, ja, auf jeden Fall, es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß, weil ich überlege halt immer noch an diese Zeit, wo ich dann kleiner war und du hast halt aufgeblickt zu den Fußballprofis oder gerade auch, weil wir hatten damals in der, also unsere Schule oder unser Verein war damals so Partner von Hertha BSC Berlin. Und dann hattest du da halt auch mal so gewisse Einblicke, hattest halt Spielerkontakte oder die waren auch mal in Jüterbock zu einem Spiel und sowas. Du hast es halt schon gesehen und da hat man die ja quasi so ein Stück weit angehimmelt, in Anführungszeichen, weil du wusstest, da willst du irgendwie mal hin, da einfach mal das erleben, in den großen Stadien spielen, einfach vor Tausenden von Zuschauern. Und jetzt macht man es einfach. Und es ist, denke ich, es gibt einfach nichts Schöneres, weil man, irgendwie geht dann ja irgendwie immer das Herz auf, wenn so ein kleiner Junge zu dir kommt und fragt dich nach einem Foto und du denkst an der Zeit zurück, wo du der kleine Junge warst und das einfach heutzutage herrlich ist oder kleine Jungs sprechen so über dich, wenn du durch Heidenheim mal läufst und die erkennen dich und tuscheln so ein bisschen im Hintergrund. Es ist einfach herrlich und mir macht es auch riesen Spaß. Natürlich gehört da auch immer noch so ein Stück weit Disziplin dazu, weil du bist halt auch eine Vorzeigefigur, gerade für so junge Leute, dass du da jetzt nicht vielleicht irgendwie einen anpöbelst mitten in der Stadt oder keine Ahnung was. Aber ich denke, also mir macht es auf jeden Fall Spaß mit allen drum und dran. In welchem Moment macht es keinen Spaß? Ja, was heißt, macht keinen Spaß? Natürlich ist es denn, ich sag, macht immer keinen Spaß als Fußballer, wenn es nicht läuft mit der Mannschaft. Das ist natürlich denn sowas, weil es gucken so viele Augen auf dich, nicht nur im Stadion, auch über den Fernseher, gerade durch dieses soziale Medien oder die sozialen Medien, die es ja heute gibt. Es gibt so viel so Shitstorm und sowas, was ja vieles unnötig ist und für den Spieler an sich auch unnötig ist, weil ich denke, du musst im Kopf auch relativ gut, am besten liest du dir das alles gar nicht erst durch, weil ich glaube, da machst du dann nichts verkehrt, aber man wird ja doch immer denn mit deinem Job, den du ja dann quasi ausführst und wenn du gerade nicht ausführst oder sehr schlecht ausführst, auch mal, wirst du ja immer damit konfrontiert und das ist vielleicht irgendwann dann, wenn du im Kopf eigentlich mal für dich entscheidest, ja, eigentlich will ich damit jetzt mal nichts zu tun haben, einfach mal kurz weg damit, wirst du trotzdem immer wieder, wird es irgendwie aufgewühlt, weil es einfach, du stehst in der Öffentlichkeit, die Leute kennen dich dann und du wirst ja immer wieder darauf angesprochen und ich glaube, in solchen Momenten macht es dann manchmal einfach keinen Spaß, nicht immer, aber das sind so, denke ich, so Sachen, die dann für Fußballer auch einfach nicht so schön sind. Also wenn es nicht so gut läuft, dann macht es nicht so viel Spaß. Habe ich verstanden. Jetzt merken wir uns nochmal, wir dürfen nicht über Schalke sprechen, nicht über den VfB sprechen. Werden wir nicht tun. Ich nehme das hier alles ernst, die Wünsche. Und ich persönlich mag die Frage nicht so, was wollen wir denn jetzt in dieser Saison erreichen? Weil was sollen wir erreichen wollen? Das beste Ergebnis. Also lassen wir die Frage auch weg. Aber was mich schon interessiert, ist eure Form. Die geht mal echt saugut nach oben und mal geht sie genauso gut nach unten. Woran liegt das? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das stellt man sich immer in dieser Phase. Das haben wir auch jetzt gerade wieder so, weil du gewinnst 3 Spiele, auf einmal verlierst du 3 Spiele. Dann analysierst du die Spiele und denkst dir, Leute, was machen wir da eigentlich auf dem Platz gerade? Also was ist das? Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was uns irgendwie stark macht, was wir sonst gespielt haben, warum wir gerade 3 Spiele gewonnen hatten. Also das ist tatsächlich sehr interessant, selbst für uns Spieler, weil man macht vieles nicht mit Absicht. Das, glaube ich,
man kann auch da keine pauschale Antwort geben, weil hätten wir die, würden wir es natürlich umsetzen. Das ist halt so. Weil aber hat es was mit Bock zu tun? Weil manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so als Fußballfan sitzt man manchmal da und sagt, naja, die haben ja heute gar keinen Bock. So. Nee, ich glaube, Bock ist es. Also Bock hat jeder. Ich glaube, wir machen das jetzt alle genug und das ist, glaube ich, auch für uns keine Selbstverständlichkeit, dass du Fußballprofi bist. Also ich denke, für jeden sollte es was Besonderes sein, Fußballprofi zu sein. Weil wenn du siehst, wie viele Leute oder Jungs das versuchen und es nicht schaffen, muss es für dich was Besonderes sein. Und von daher muss jeder Tag, den du irgendwie auf dem Trainingsplatz stehst oder am Stadion stehst, muss für dich was Besonderes sein und da musst du Bock drauf haben. Ich glaube, das ist einfach so ein Stück weit im Fußball ist vieles so ein mentales Ding, weil es ist halt so ein Fehlerspiel. Gerade auch durch Zuschauer sind natürlich auch so ein Stück weit, weil jeder kennt es, wenn du einen Fehler machst, du wirst da ausgebuht oder du wirst beleidigt. Es ist halt so, mal so, mal so. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde es eher geil, wenn mich die Leute da irgendwie beleidigen. Das pusht mich eher nach vorne, weil genau das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Kopfsache auch viel im Fußball, weil manchmal zweifelt man sich irgendwie dann an sich selbst, weil dann denkst du, du machst die einfachsten Sachen, machst du falsch und denkst dir, warum machst du die jetzt falsch? Das geht gar nicht. Und du kommst dann immer mehr in dieses Grübeln. Und wenn du dann auch diesen Misserfolg mit der Mannschaft hast, dann denkst du dir auch am Ende des Tages, ist es jetzt nur eine Kopfsache, weil eigentlich, du kannst es ja, du hast es schon so oft bewiesen, dass du es kannst. Ich denke, Fußball ist einfach sehr, sehr viel, was im Kopf stattfindet und was man halt auch nicht immer, ich könnte dir jetzt halt nicht sagen, ja genau daran, das ist jetzt, ja, geht halt nicht, weil jedes Spiel ist unterschiedlich, jeder Gegner ist anders, deine Gegenspieler sind anders, mal besser, vielleicht denkst du auch, oh, jetzt kommt hier ein richtiger Brocken auf mich zu und der hat aber auch einen richtigen blöden Tag. Es gibt halt alles, es ist tagesabhängig, es ist ein Tagesgeschäft und von daher würde ich halt auf jeden Fall sagen, es passiert auf jeden Fall bei uns viel im Kopf und gerade wenn es negativ läuft, denkst du vielleicht einmal zu oft drüber nach, anstatt einfach zu sagen, ach komm, mach jetzt einfach weiter. Ich sehe manchmal die Spiele, wenn ihr verliert und denkt mir so, ja, ist nicht so schlimm, weil ich weiß, irgendwie ist eine geile Mannschaft und da ist ein geiler Trainer. Du hast unter beiden Trainern, die längste Amtszeit in der Bundesliga haben oder im Fußball haben, hast du gespielt, zum einen in Freiburg bei dem besten Trainer, was Kommentare und Aussprache angeht, Christian Streich. Und jetzt bei Frank, auch Weltklasse. Also ich finde das wirklich großartig. Deswegen mache ich mir nie Sorgen, wenn ihr mal verliert und weiß immer, das wird am Ende alles gut. Abschlussfrage. Wenn du irgendwann 15, 16, 18 Jahre lang Fußball gespielt hast, was kommt danach? Ja, darüber habe ich mir tatsächlich noch gar keine so richtig hundertprozentigen Gedanken gemacht, weil natürlich würde jetzt vielleicht jeder denken, ja, der will halt Trainer werden oder sowas, was ja vielleicht ein Stück weit normal ist, aber ich glaube, das ist dann auch einfach, man muss einfach auch sehen, wo ist der Stand des Fußballs einfach dann in den 18 Jahren. Wie beurteilst du das Geschäft? Hast du denn noch Bock auf Fußball quasi? Hast du denn noch Bock auf dieses Geschäft? Weil ich glaube, es gibt auch viele, die dann sagen, die beenden ihre aktive Karriere und sagen, okay, ich will damit jetzt aber auch einfach nichts mehr zu tun haben. Und von daher, natürlich, ich kann mir vorstellen, Trainer zu werden. Ich könnte mir vorstellen, Co-Trainer oder sowas zu machen oder irgendeine andere Funktion in einem Verein. Das kann man sich sicherlich vorstellen, aber es gibt auch noch so viele andere Zweige, die ich im Leben irgendwie ergreifen könnte. Könnte man auch drüber nachdenken, einfach was anderes zu machen. Aber ich denke, was wäre was anderes? Landwirtschaft? Nee, ich glaube nicht. Das wäre, glaube ich, zu körperlich dann noch zu anstrengend, einfach gleich wieder da in so einen Knochenjob rein. Weil das aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da hätte ich mal total Bock drauf? Ja, ich interessiere mich auch sehr halt so für Ernährung, so in die Richtung, weil man achtet ja als Fußballer logischerweise auch auf das, was du isst. Nicht alle, aber die meisten, hoffe ich zumindest. und von daher wäre das natürlich so ein Zweig, dass ich sage, ja, natürlich, man kann auch Mannschaften als diese andere Funktion begleiten. Vielleicht auch als ernährungsberatungstechnisch sowas, weil ich denke, gerade für junge Spieler extrem wichtig, die da in diesen Beruf erst reinwachsen, die da sagen, denen du halt mal klar machen, weil du musst auch sagen, der Fußball wird immer jünger, weil du heutzutage siehst, da, keine Ahnung, 16-Jährige spielen auf einer Bundesliga oder sowas, da denkst du heutzutage, was habe ich mit 16 gemacht? So gerade noch irgendwie auf dem Platz da rumgebolzt und die spielen halt jetzt im Oberhaus vom Fußball, dass man die vielleicht auch gerade in solche Richtungen direkt professionell beraten kann, dass sie auch gleich wissen, was auf die zukommt und dass der Körper dann auch hoffentlich lange hält.
Aber bis dahin spielen wir noch ein paar geile Spiele. Noch sehr viele. Und sehen uns bitte hoffentlich auch nochmal wieder bei Auf ein Bier. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich brauche eine Unterschrift für die Sammlung. Sehr gerne. Und sag herzlichen Dank an Sie zu Hause. Herzlichen Dank an Sie hier für diese Sendung heute Abend. Sehr schönes Gespräch. Großen Applaus. Tim Kleindienst, danke dir. Vielen Dank. Und zum Wohl. Zum Glück wohne ich da, wo es Goldochsen gibt. Auf ein Bier mit wird präsentiert von Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.